Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Sossi Spielwiese. Ich bin der Sossi, das hier sind meine Hände und wir sind im Klemmbaustein-Vlog unterwegs und deswegen habe ich auch Klemmbausteine mitgebracht. Ja, ganz genau. Und zwar, ihr seht es, was vom Marktführer von Lego aus der Speed Champions Reihe, den 76895 Ferrari F8 Tributo. Ja, Speed Champions, weiß nicht, ob das der eine oder andere kennt. Ich habe noch keine Speed Champions aufgebaut, aber das sind im Prinzip Fahrzeuge, die lizenziert worden sind von bekannten Herstellern, Autoherstellern und es sind auch meistens bekannte Modelle einfach. Und die wird man oder versucht man hier mit wenigen Klemmbausteinen nachzubauen. Es ist kein Technikmodell, es ist ein Spielzeug. Wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, könnte auch fast schon ein Vitrinenmodell sein. Aber ich denke, so prinzipiell ist es doch schon auch zum Spielen gedacht. Und ja, genau, es gibt halt verschiedenste Autohersteller, die hier abgebildet werden, schon seit einigen Jahren. Also mal als Beispiel, jetzt haben wir hier Ferrari, aber es gibt auch Chevrolet, Dodge, Porsche, Audi und so weiter. Aber immer so ganz spezielle Modelle. Und auch diese Modelle unterscheiden sich so ein bisschen im Preis und Teile, Anzahl der Teile. Die Speed Champions fangen eigentlich so bei 15 € an und gehen aktuell so bis 20 €, soweit ich das weiß. Vielleicht gibt es auch ein paar Modelle, die etwas teurer sind. Aber die wirklich ganz teuren Modelle sind eben Technikmodelle, die kosten dann auch schon ein paar hundert Euro. So, dieses hier, also unser Ferrari, der kostet UVP knapp 20 €, 19,99 € oder sowas um den Dreh. Bisschen weniger jetzt aktuell. Zu diesem Zeitpunkt, in dem ich das Video drehe, ist es so, dass wir gerade die Mehrwertsteuersenkung haben. Also ist es noch ein bisschen günstiger. Aber prinzipiell ist es so, dass ich das Ding hier nicht für 20 € gekauft habe. Das sehe ich ja gar nicht ein. Sondern das war ein Schnäppchen, so um die 15 €. Und da habe ich mir gedacht, Sossi, komm, da kannst du mal zugreifen. Ja. 275 Teile hat das gute Stück, ca. 270 Gramm schwer ist es am Ende. Und ja, die Packung hat, wo habe ich es gesehen? Ja, dieses Modell hier ist nur echt mit dem Ferrari-Siegel. Jawohl. Ach, da hinten sieht man noch so ein bisschen was. Minifigur scheint dabei zu sein. Ansonsten, ich finde das also auf den Bildern zumindest echt schick. Das ist das Original. Ja, ich meine, gut, es ist halt Lego, man kann natürlich die Rundung und so weiter nicht so abbilden. Aber wer das möchte, muss sich halt Playmobil kaufen, ne? So ist das. Gut, ich würde sagen, also wir machen jetzt ein Aufbauvideo. Ein Official License Product von Ferrari. Die Radgröße ist so. Das Rad ist nicht groß, also kann das Modell auch nicht groß sein. Okay, jetzt gucken wir mal. Ich drücke mal ein. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich bin ja ganz aufgeregt. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Das hier ist ja sozusagen, also für Leute, die das jetzt irgendwann mal in 2 Jahren sehen, die werden es nicht wissen. Dieses hier ist mein allererstes Klemmbaustein-Aufbauvideo. So. Mach wieder zu. Hauptsache, das Ferrari-Siegel ist noch in Ordnung. Das ist wichtig. So, ich stelle das mal daher. Dann gucken wir mal. Wir haben hier den Rumpf. Eine Anleitung. Speed Champions. Mit 67 Seiten. Ich bin gespannt, wie viele Aufkleber dabei sind. Also, ja, das sieht man schon. Das Problem bei solchen Lizenzmodellen ist ja leider, dass es nur dann als Ferrari erkennbar ist, wenn auch überall irgendwas klebt von Ferrari und leider bedruckt Lego das nicht, sondern das wird aufgeklebt. Es soll ja Leute geben, die kleben Aufkleber grundsätzlich nicht drauf. Da gehöre ich jetzt nicht dazu,
Aber, ach, da ist ja der Bogen, der Stickerbogen. Gut, aber es ist überschaubar. Wobei ich kein großer Klebekünstler bin, das könnte in einem Fiasko enden. Okay, dann haben wir zwei Tütchen. Okay, Tütchen 2 kommt mal weg. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange wir das Video machen. Vielleicht machen wir eine Tüte und dann ist gut. Alles klar. Also im Teil 1 wird der Hintern gemacht und das Figürchen. So, und dann haben wir nochmal in der Tüte zwei Tüten. Fragt mich nicht, warum. Vielleicht weil das ultra kleine Teile sind. Hier verstehe ich das noch. Hier weiß ich nicht, ob das sein müsste. Allerdings ist das Aufreißen von Tüten irgendwie schon ein Gefühl, das macht man gerne. Halte mich bitte nicht für verrückt, aber man reißt gerne Tütchen auf. So ist der Mensch. Oder zumindest dieser Mensch hier. So, das Erste, was wir machen müssen, wir müssen die Minifigur aufbauen. Unterteil, Oberteil, wo ist Kopf? Kopf ist der Doppel. Ja. Einer, der normal schaut und einer, der ultra grinst. Dann gibt es dazu Haare oder optional einen Helm, denn ich glaube nicht, dass die Haare unter den Helm passen, und einen Schraubenschlüssel. Okay. Was ich an Lego-Figuren liebe, die sind sehr einfach aufzubauen. Im ganzen Gegenzug zu den Xing-Bao-Sachen, die kriege ich fast nie zusammen. Das ist eine Katastrophe. Deswegen ist mir das Figuren zusammenbauen bei Xing Bao auch schon mittlerweile echt, es hängt mir zum Hals raus. Ich mache das mittlerweile schon fast gar nicht mehr, weil es einfach ganz oft nicht klappt. So, das ist jetzt die Figur mit Helm. Unspektakulär. Das ist die Figur mit Dauerwelle. So. Und Schraubenschlüssel. Da ist er. Ich zeige ihn mal in die Kamera. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen so. Das ist er. Okay, den Kollegen stelle ich mal hier an den Rand oder hier oben drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Okay, aber jetzt kommt mal das, was eigentlich interessant ist, nämlich das Aufbauen. Oh Mist, bleib stehen, mein Freund. Bitte bleib stehen. Das Teil und wir brauchen zwei von denen. Okay, gucken wir mal. Einmal hier. Siehst du, da fängt es schon an. Jetzt muss ich doch mal schauen. What? What? So, ja, genau. Und wo habe ich Teil 2? Hier. Okay. Zwei gelbe. Was ist runtergefallen? Mein Unglück. Zwei gelbe. Und dieses Ding. Bist du? Wo bist du? Zeige dich mir. Einmal. Zweimal. Und jetzt könnte man ja eigentlich die Zeit nutzen, um über politische Dinge zu sprechen oder Sachen, die mich bewegen oder keine Ahnung. Das wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Hätte ich mir vielleicht vorher mal was überlegen müssen. Aber wie gesagt, das ist ja mein erstes Aufbauvideo. Da habe ich mir nichts überlegt. Da habe ich mir gedacht, komm, wir schauen mal in die Tüte. So. Na, das sieht doch schon klasse aus, oder? Das alles in echter Lego-Qualität. So, es sind blaue Teile drin.
Ist ja bei Lego immer ein Thema, dass hier die Farben relativ bunt sind. Ich weiß nicht so genau, warum das so ist. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass man weiß, welche Art von Teil das ist, wie groß und so weiter. Dass man die unterscheiden kann, einfach schon an der Farbkodierung. Aber das hier ist ein ganz normaler Baustein. Wüsste ich jetzt nicht, warum da ein Blau rein müsste. So, was brauchen wir hier? Sechsmal diesen hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechsmal das. Und dann brauchen wir den hier. Ich liebe ja diese Fliesen. Das ist schon was Feines. Das gefällt mir gut. Wenn man ein Haus baut, da muss man zumindest mal irgendeinen Bereich, also ein Lego-Haus baut, meine ich natürlich, muss man zumindest irgendeinen Bereich mal ausfließen, irgendwie das Bad oder Terrasse zum Beispiel. Sonst ist das irgendwie nichts, gell? Das muss schon sein. So, dann brauchen wir einmal Rot. Den hier, den Kollegen. Lego bauen hat ja auch immer ein bisschen was Entspannendes. Es ist ja nicht nur Spannung, Spaß und Schokolade. Sondern, was mache ich jetzt da? Mache ich das richtig? Nö, das mache ich falsch. Oder? Und was immer wichtig ist, die Klemmkraft. Wenn die Klemmkraft nicht passt, dann ist alles verloren. So, das ist doch das falsche Teil, oder? Ich mach das auch völlig falsch. Moment. Jetzt noch einmal. So. So kommt der Kollege drauf. Der Kollege kommt da drauf. Ich möchte ja nochmal an der Stelle erwähnen, ich habe es in einem Einführungsvideo schon gesagt, aber ich muss leider nochmal sagen, ich bin ja nicht der Lego-Bauer vor dem Herrn und ich bin auch erst wieder vor gar nicht allzu langer Zeit dazu gekommen, Lego zu bauen. Ich habe das jetzt viele, viele Jahre nicht gemacht und irgendwie so richtig fest ist die Konstruktion hier ja nicht. Gell? Das ist ein bisschen grenzwertig. Und irgendwie habe ich mit Ninjago angefangen. Also jetzt eigentlich nicht wegen mir, sondern wegen meines Sohnes. Und habe dann mir so gedacht, Mensch, das ist ja auch eigentlich wieder ganz cool. Ja, und dann siehe da, wenige 1,5 Jahre später. Baue ich plötzlich Lego-Geschichten für meinen Vlog. Das ist doch nicht schlecht. Sehe ich da irgendwie einen Kratzer hier? Was ist das? Da ist doch eine. Da ist doch irgendwas. Gut. Das da. Dann brauche ich das da. Und dann brauche ich den da, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Jetzt drehen wir den ganzen Käse um. Und das muss dann so drauf, oder? So rum drauf geht es ja eh nicht. So. Die Teile kommen jeweils so drauf. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube ja. Okay. Dann einmal den hier. Einmal den und einmal den.
Nee, zweimal sogar. Moment. Es kommt hier so drauf. Und dann? Dann, das. So. So. Sieht das so einigermaßen nach dem aus, was Lego von mir möchte? Ich glaube ja. Nächste Seite. Jetzt kommt das Ding wieder zum Tragen. Und zwar. So. Dann zwei von den Dingern. Die hier, bin ich ganz ehrlich, habe ich glaube ich bei Lego noch nie gesehen. Oder die hier. Das ist für mich neu. Ach so, das ist auch nochmal so ein invertierter. Schaut mal. Weiß nicht, ob man das so sieht. Das ist ja interessant. Noppe nach oben, Noppe nach unten. Interessanter Bauteil. Zweimal grau, bitte. So, und wo kommt denn der Mist hin? Hier. Hier. Gut. So, jetzt die schwarzen Teile. Und das kommt darüber. Das kommt dahin. Ich bin ja wirklich gespannt, ob sich das hier jemand überhaupt anschaut. Aktuell habe ich ja gar keine Erfahrungswerte, ob das für jemanden interessant ist. Es ist halt auch ziemlich artfremd zu dem, was ich ja hier normalerweise mache. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ja, also ich wollte hier eigentlich mein Bard's Tale Let's Play zu Ende bekommen, zu Ende sehen und nicht hier jemand beim Bausteine bauen. So haben wir nicht gewettet, Sossi. Das kann natürlich auch sein. Aber ich sage jetzt mal so, gell, nur weil ich jetzt hier ein Lego-Teil zusammenbaue, das ich eh zusammengebaut hätte. Deswegen verliert ja keiner irgendwas anderes. Die Bard's Tale Sachen hätte ich wahrscheinlich eh nicht gemacht. Ja. Klar, kommt alles noch, gell. Also Bard's Tale 4 an der Stelle wird weitergesetzt, fortgesetzt. Aber wann? Das ist immer die Frage. Wann? Wenn ich hier so ein mega Speed Champion Set vor mir habe, gell? Wenn ich die Wahl habe zwischen einem Speed Champion Set und Bard's Tale 4, da weiß ich aber, was ich mache, du. So, ich muss mal kurz mich konzentrieren. Hier, ist das überhaupt richtig, was ich da mache? Moment. Sieht aber ganz gut aus, oder? Sieht professionell aus. Ja, ich glaube, das passt schon. So, was jetzt? So, zwei gelbe. Und jetzt hoffe ich natürlich, ich habe nämlich ein gelbes runtergeschmissen. Ich möchte jetzt aber nicht aufstehen und hier alles verrücken und so. Jetzt nämlich blöd. Da hoffe ich jetzt natürlich, dass das vielleicht ein doppeltes Teil war, also ein Teil zu viel war. Das wäre natürlich mega cool. Ach, guck mal hier, was ist das? Das ist aber bedruckt. Schaut mal. Das ist bedruckt. Das ist ja verrückt. Wo ist das zweite?
Da ist es. Schalalala. Also es lässt sich relativ gut bauen, finde ich. Selbst für einen Laien wie mich, obwohl es ja für Siebenjährige auch ist. Also wenn ich das nicht hinkriege, dann muss ich sagen. Also einfacher kann es Lego wahrscheinlich nicht mehr machen. Da muss ich wahrscheinlich auf Duplo umsteigen. Okay, zwei von den Kollegen hier, den werden wir gleich bekleben müssen, befürchte ich. Und von diesen Kollegen auch zwei. Okay. So, dann, wo ist der Stickerbogen? Wir stickern mal. Bleibt mal da stehen, endlich hier. Und zwar die 1. Das wird doch nicht das Nummernschild sein. So, jetzt wird es interessant. Also Aufkleber. Kleben, das ist ja immer so eine Sache. Ist ja nicht so meins wirklich. Das regt einen mehr auf, als dass es nutzt. Das sieht schon ein bisschen krumm aus. Ja, aber es geht, glaube ich. Es ist ein bisschen krumm, aber naja, das sehe ich jetzt nicht so eng. So, da ist er drauf. Ja, das geht schon. Moment, das ist doch falsch, was ich da mache, oder? Warum habe ich den jetzt einfach draufgesetzt? Moment. Was will er jetzt eigentlich? Also, wir haben die zwei Teile. Und der Herr Lego möchte, dass ich die da so draufsetze. Und dann möchte er, dass ich hier noch ganz stylisch das draufsetze. Dann erst darf ich es anbringen. So. Okay, jetzt sieht es so aus. Nicht ganz gerade, aber wir haben einen Aufkleber hinten. Ein Nummernschild nehme ich an. Und dann kommt jetzt hier so ein langes, so ein gelbes. Der Kollege und was noch? Was noch? Was noch? Was noch? Jo. Es ist manchmal alles nicht so einfach. Das nicht. Das hier, oder? Ist das das hier? Ja. Dann kommt das da so drauf. Und was ja neu ist, sind die zwei. Der hier kommt da drauf. Sehe ich das richtig? Der da drauf. Ja. Das habe ich, glaube ich, gold richtig gesehen. So, einmal schwarz. Dann haben wir einmal. Das sieht doch relativ nach dem hier aus, oder? Ja. Einmal schwarz, einmal das. Dann einen, der so ausschaut. Quasi das krasse Gegenstück dazu, wobei. Ach, ich habe keine Ahnung. Das ist das schon, oder? Und zwei. Von diesen hier und jetzt gucken wir mal, wo das hingehört. Die zwei kommen da hinten dran. Ja. Und der Kollege hier
Richtig. Der Kollege hier. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Dann zweimal so Einser-Noppen. Achso, Moment, und das schwarze Teil. Was mit dem Gelben eigentlich? Das Gelbe habe ich auch vergessen. Warum sagt mir das keiner? Zack. Wieso eigentlich gelb? Ja gut, vielleicht das Ferrari-Gelb, man weiß es nicht. Den schwarzen hier, okay. Aber jetzt haben wir alles. Dann brauchen wir so einen langen. Der lange kommt hier vorne hin. Einmal. Zweimal und rubbel die Katz. Perfekt. So, der kommt dann hier oben drauf. Und wir brauchen, das ist auch ein interessantes Teil hier. Eins, zwei, drei. Ich bewundere ja so Designer von solchen Autos. Oder, nee, das war jetzt falsch. Ich bewundere Designer von solchen Lego-Modellen. Das ist doch aber nicht richtig, was ich da mache. Moment mal, das ist doch alles Quatsch. So, oder? Ich meine, sicherlich gibt es ein paar Bautechniken, die wahrscheinlich immer relativ ähnlich sind oder gleich. Und bestimmte Steine, die für bestimmte Sachen benutzt werden. Aber das ist schon echt kreativ, wie das manchmal gemacht wird. Wie man aus dem Fundus an Steinen vielleicht eine kreative Lösung für irgendwas findet, finde ich schon geil. Ohne Zweifel. So, einmal, zweimal und wieder eine Fliese. Guck mal, ach, wie schön. So, das kommt dahin. Dann kommt hier so ein transparentes Teil. Das sieht. Haben wir noch transparente? Die haben alle so eine Aufschrift, oder? Ist das normal? Seht ihr das? Da ist überall so eine Aufschrift drauf. Das ist bei allen so. Okay, da kann ich gar nichts dran ändern. Naja, gut. Den hier noch. Nächste Seite. Zweimal eins Fliese. Weiß gar nicht. Das ist ja keine Fliese. Das, also die hohen. Also das hier ist ja ein Brick. Und das hier ist ein. Ach, ich weiß gar nicht. Ist das nicht sogar eine Fliese? Und die Fliesen, die ich meine, die glatten haben nochmal einen Eigennamen. Ich weiß es nicht. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Also die, die sich hier ein bisschen besser auskennen, die können das sicherlich sagen, wie das hier alles genau heißt. So, das da. Und das hier sind für mich ja die Flügelchen. Ja. Die kleinen Flügelchen. Ich mag die Flügelchen übrigens nicht. Ich finde die blöd. Und ich weiß auch nicht genau, warum ich die blöd finde. Ich finde sie einfach nur blöd. Ich habe so eine, irgendwie so eine natürliche Abneigung dagegen. Gegen die Flügelchen. So. Ist das jetzt so richtig? Das Fiese ist ja, ihr seht ja, wenn ich was falsch mache, sagt ihr wahrscheinlich gleich, ist ja falsch, was der macht. Also ich für meinen Teil sehe das halt nicht so. Ne? In dem Moment, wo ich es baue, bin ich ein bisschen im Tunnel. Sehe ich das richtig, dass das eine mit so einem, also dass das eine ein bisschen raussteht, ne? Mit leichter 3D-Effekt. Ist ja Wahnsinn, was Lego so drauf hat. So, der kommt jetzt hier so rechts hin. Genau. Dann das gleiche Teil nochmal. Und ihr werdet es nicht glauben, jetzt haben wir das gleiche nochmal auf der linken Seite. Tja, genau. Jetzt wird es echt.
Und dann kommt es auch noch dahin. Ja, passt. So, einmal der hier. Und jetzt müssen wir wieder basteln, kleben. Klebe, klebe. Oh, ein Ferrari-Zeichen. Jetzt muss ich ein bisschen, also muss ich ein bisschen mehr Mühe geben. Anders als beim Nummernschild muss jetzt hier alles wirklich passen. Das muss jetzt akkurat sein. Wenn das Ferrari, das lizenzierte Ferrari-Zeichen hier drauf kommt. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Es ist leicht krumm, ne? Egal. Egal. So, da drauf. Und jetzt da drauf. Ja, also so wie ich das klebe, ist es kein Vitrinenmodell, so wie steht fest. Es wird sich kein Mensch in die Vitrine stellen. Ja, aber das ist egal. Das ist mir wurscht. Ich werde es wahrscheinlich meinem Sohn schenken. Ich habe es ihm schon gesagt, er kann sich... Ich habe nämlich mal aus dem Nähkästchen gesprochen, ich habe zwei Speed Champions gekauft und er darf sich... Also einer der beiden Söhne darf sich den einen Speed Champion aussuchen, der andere den anderen. Und denen ist es doch wurscht, ob der Aufkleber ein bisschen schräger ist oder nicht. Denen ist es sowieso wurscht, weil die spielen viel lieber mit den Jago und Raumschiffen und so. Das sind so Autos jetzt, glaube ich, eher so Nebensache. Das ist einfach zu normal. Ist so. Wäre mir als Kind auch nicht anders gegangen. Also wenn ich die Auswahl gehabt hätte zwischen dem Millennium Falcon und einem Technik Ferrari oder so, da hätte ich aber gewusst, was ich genommen hätte. Ganz sicher. Okay, stimmt das jetzt hier eigentlich? Nee, das stimmt doch gar nicht, oder? Hä? Moment. Das habe ich doch jetzt falsch gemacht. Das habe ich doch jetzt richtig, richtig falsch gemacht. Bitte geh runter. Ah, so. Moment. Wieder zu viel gelabert. Es muss doch genau andersrum sein. Nee, eben nicht. Moment. Doch. Nee. Nein. So. Jetzt. Mache ich es ab und mache es gleich wieder falsch drauf. Ich muss dazu sagen, wir haben schon ziemlich spät, irgendwie kurz vor 11 abends. Und eigentlich bin ich schon ganz schön müde. Ihr merkt es auch an meiner Stimme, ich bin schon ein bisschen heiser, weil ich den ganzen Tag viel geredet habe. Aber ich konnte es mir jetzt trotzdem, weil ich mir gedacht habe, wenn ich es jetzt nicht mache, also ich habe eigentlich nie Zeit. Das ist einfach so. Und ich weiß nicht, die Väter da draußen wissen das vielleicht. Ganz oft ist es ja so, dass man erst dann Zeit hat, wenn die Kinder im Bett sind oder so ähnlich. Und dann beginnt eigentlich, also dann beginnt eigentlich die eigentliche Freizeit. So, oder? Ich glaube schon. Und dann. Dann so. Wo ist der zweite? So. Die Mütter werden es auch wissen, im Übrigen. Nicht nur die Väter, gell? Nicht, dass sich jetzt jemand nicht angesprochen fühlt oder benachteiligt fühlt. Also ich kann beide Seiten sehr gut verstehen. Okay, jetzt dürfen wir hier alles verkleiden. Das finde ich ja natürlich auch mega. Das mag ich. Auch wieder so ganz glatte Fliesen. Jetzt muss ich mal schauen. Also das Teil kommt so um
die Ecke, aber da ist jetzt nichts zum Festhalten. Okay, ja gut, dann ist das so. Und dann kommt so eine Zweierfliese drauf. Das Ding geht um die Ecke und auch hier eine Zweierfliese drauf. Das sieht schon schick, also jetzt schon schick aus, gell? Was sagt ihr? Seht ihr das überhaupt? Hier so. Ich finde, es sieht schick aus. Gut. Dann haben wir den hier. Noch so einen transparenten. Transparenz ist immer gut. Kommt direkt hier so drüber. Und der andere kommt dahin. Dann einmal, zweimal. Die wollen da hinten dran gesetzt werden. Dann so ein einzelner, noch ein transparenter. Der transparente kommt wieder eine Stufe drauf. Also das ist wie eine Treppe hier. Und dahinter der Kollege, wahrscheinlich kommt da noch ein transparenter drauf. Jawohl. War fast zu erwarten. Hier. Und hier ganz vorne noch ein. So, cool. Hier auf der Anleitung sieht das hier ein bisschen abgestuft aus, finde ich. Aber es kann ja nicht abgestuft sein. Das ist auf einer Ebene. Alles klar. Nächste Seite. Jetzt kommen hier solche Slopes. Ich glaube, da weiß ich, wie sie heißen. Slopes. Und da haben wir jetzt Aufkleber zum Draufkleben, nämlich die zwei. Und ganz offensichtlich zwei Aufkleber. Jetzt ist nur die Frage, wo ist das Rote? Das Rote ist hinten. Ach, Aufkleber. Das sieht gut aus. Das sieht perfekt aus. Hätte ich mal den Ferrari-Aufkleber auch so aufgeklebt. Eieiei. So. Und die vier natürlich noch, ja. Auch hier ist das rote hinten. Moment, das ist doch der falsche. Hier ist immer. Der ist ein bisschen krumm geworden, aber ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Wenn das Ferrari-Zeichen schon krumm ist, das ist echt, das hätte ich nochmal aufkleben sollen, glaube ich. Nervt mich jetzt schon ein bisschen, aber das sieht ja geil aus. Das macht was her. Und wieder Aufkleber. Hier die sechs jeweils. Nein, das ist jetzt aber völlig krumm. Scheiße. Ah. Wir müssten so eine Regel einführen. Abmachen gilt nicht mehr. Aber meistens ist es so, wenn man es abmacht, dann klebt es an irgendeiner Ecke nicht mehr richtig und dann sieht es auch kacke aus. Dann hat man irgendwie so einen Makel am Aufkleber. Also dann kann man sich überlegen, ob man den Makel am Aufkleber möchte oder ob man lieber einen krummen Aufkleber möchte. Ist alles nicht so dolle. So. Auch nicht so doll. Gut. Egal. Da, mit Makel meine ich das hier. Da habe ich nämlich gerade versucht, ein bisschen abzumachen. Schon mal Makel drauf. Da hat man es jetzt. Gut, dann haben wir noch hier 1, 2. Langsam lichtet sich hier das Feld der
Teile. Damit ist natürlich auch das Heraussuchen deutlich flotter. Ist das so? Hier so? Schon, ne? Okay. So einen einzelnen. Ach so, und der kriegt wieder einen Aufkleber, und zwar die 8. Acht, das da. Ja, das ist ganz gut geworden. Das ist okay. So, dann den kleinen noch drunter. Und dann kommt der hier in die Mitte. Ist das richtig? Sieht so aus. Eins, zwei. Mal schauen, in welche Richtung. Ich glaube so. Und damit sind wir auf der letzten Seite für diese Tüte. Ach so, mir fällt übrigens ein. Der Helm kriegt ja hier noch ein Visier. Falsch rum, oder? So sieht es besser aus. Ja, der kriegt noch ein Visier. Dann kann man ihn vielleicht sogar ein bisschen besser anschauen. Wobei ich finde den Helm echt ein bisschen, ja, der ist langweilig. Hier die Matte ist viel besser. So. Na, jetzt geh halt drauf. So. Jo. Was ist jetzt das hier eigentlich? Das kommt noch dahin. Okay. Also letztes Teil. Zweimal dieses hier. So. Und so. Und dann noch da hinten dran. Und dann war es das. Jetzt sind Teile übrig geblieben. Ich sag mal, so ein Visier, das bleibt öfter mal übrig. Das ist interessant, dass das übrig geblieben ist. Das gelbe Teil, was am Boden liegt, offensichtlich auch. Und hier so ein Teil, okay. Und das hier auch. Also gar nicht mal so wenig wie die erste Tüte. Das wundert mich. Und noch so viele Aufkleber. Wobei Aufkleber ist überschaubar, muss man schon zugeben. Aber dieses Ferrari-Zeichen, das ist ja ärgerlich. So, das war das allererste. Also. Wie gesagt, für die Leute, die aus dem Nähkästchen was hören wollen, das war mein allererstes Aufbauvideo für ein Klemmbaustein-Set, in dem Fall das Lego-Set. Und das ist jetzt der erste Teil. Wir haben ja noch Tüte 2. Und da stelle ich mich mindestens genauso blöd nochmal an. Aber dann ist das Ding hier fertig. In diesem Sinne, erstmal danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.